Ich finde, dass gerade wenn wir über Umwelt und Nachhaltigkeit reden, oft der Kopf zu doll an ist und die Emotion zu sehr in den Hintergrund rutscht. Und das schaffen wir hoffentlich mit diesem Filmfest. Veranstaltungen wie diese können zeigen, dass wir einfach Lust haben, positiv zu gestalten, was zu verändern. Und dass Kultur einen ganz wichtigen Beitrag leistet, weil sie die Vielfalt zeigt, weil sie die Vielfalt der Natur zeigt. Also Veranstaltungen wie diese helfen natürlich, das Thema weiter in die Gesellschaft zu tragen, nochmal aufs Neue daran zu erinnern, ja, Klimaschutz ist immer noch ein wichtiges Thema, obwohl vielleicht schon ein bisschen was gemacht wird, aber nein, wir müssen weiterhin drüber reden. Wir haben beim Filmfest ganz bewusst die ganzen Gespräche mit angeführt. Jeder Film wird begleitet von einem Referenten, einer Referentin. Und dieses Miteinanderreden, das ist das, was wir wollen. Ich glaube, dass Filme Menschen immer bewegen werden. Und darum sind sie prädestiniert dafür, genau auf solche problematischen Themen aufmerksam zu machen, ohne dass man ständig jemanden vor den Kopf stößt. Mich macht es zuversichtlich, wenn ich sehe, wie viele Leute sich inzwischen engagieren, wie viele auf die Straße kommen und wie sehr das Thema inzwischen in der Gesellschaft angekommen ist. Viel mehr Menschen schauen, was sie selbst machen können, viel mehr Menschen engagieren sich, ist es viel, viel größer geworden. Und dazu tragen die Demos und solche Aktionen auch bei. Veranstaltungen wie diese können zeigen, wie schön die Welt ist, wofür es sich lohnt, sich einzusetzen, dass Vielfalt ein Wert an sich ist, der einfach wunderbar ist, weil sie aber auch die Lust der Menschen zeigt, Lösungen zu finden. Die gibt es ja. Das ist das ganz Wichtige. Umweltschutz muss Spaß machen und nicht nur Verzicht sein.